Glitzerfreunde, heute stelle ich euch zum zweiten Advent wieder ein paar Jahreshighlights vor. Und zwar diesmal so ein bisschen in der Kategorie Sachbuch, so mehr oder weniger. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, so eine genaue Kategorie zu schaffen, aber theoretisch ist das alles hier mehr oder weniger sind das Sachbücher. Es kann natürlich sein, dass es auch im vierten Adventstürchen dann sozusagen noch ein Sachbuch gibt, aber das waren jetzt, hier habe ich vier Sachbücher auf den Beinen liegen, die mich besonders begeistert haben. Alle Bücher packe ich euch unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und wir beginnen mit einem Buch, das ich eigentlich gehört habe, mir dann aber auch einfach das Buch holen musste. Und zwar 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin Kuschig. Habe ich damals gehört, war für mich auch ein Hörgenuss. Und wie ihr seht, bin ich nochmal so ein bisschen durchgegangen und habe mir einige Sätze markiert. Ja, in dem Buch von Karin Kuschig geht es um einen Kompass für mehr innere Souveränität. Und ich glaube, wir kennen es alle. Es gibt irgendeine Situation, wo wir uns in der Nacht dann nochmal Gedanken darüber machen und dann fallen uns Antworten darauf ein. Und so ging es Karin Kuschig auch. Sie ist die Frau hinter den Spitzenmanagerin und sie gehört eben zu den Top-Führungskräften, beziehungsweise, nein, sie kommt zu den Top-Führungskräften und ja, gibt hier im Grunde auch Ratschläge. Und in diesem Buch gibt sie uns eben Sätze an die Hand, die, wenn wir verinnerlicht haben und uns auch die Beispiele von ihr sozusagen mit ansehen, die uns das Leben einfach einfacher machen. Klingt ganz banal. Es sind 50 Sätze, das ist ganz logisch. Und ich gucke jetzt mal, welche ich so ein bisschen markiert habe. Also es gibt immer den Satz und dann erzählt uns Karin Kuschig auch ein oder zwei Begebenheiten, wo dieser Satz für sie im Grunde Anwendung gefunden hat oder auch finden wird oder wo sie sich gewünscht hätte, dass sie so darauf reagiert. Und so hilft sie uns natürlich auch, Situationen zu finden, ja, wo das im Grunde dann einfach klappen könnte. Was haben wir denn hier? Das möchte ich dir lieber nicht versprechen. Das fand ich richtig gut, das gefällt mir. Was haben wir noch? Ich möchte gerade lieber für mich sein. Definitiv ein Satz, den ich früher des Öfteren gebraucht hätte. Ein sehr schöner Satz, Sorgen sind sinnlos. Ja, das finde ich richtig schön, denn hier geht es tatsächlich so ein bisschen darum, dass man sich eigentlich viel zu viel Sorgen um die Zukunft macht und ja eigentlich gar nicht weiß, ob das so eigentlich eintrifft. Und das ist ein Satz, den ich dieses Jahr sehr verinnerlicht habe, den ich mir auch einige Male selbst gesagt habe. Es ist, wie es ist, wie es ist. Großartig, oder? Ich fand das wirklich toll. Das ist wirklich ein Satz, den ich einige Male verwendet habe, zumindest auch gedanklich, so für mich. Und das finde ich toll, denn man kann manche Dinge einfach nicht ändern, denn sie sind, wie sie eben sind. Ja, auch sehr gut. Das nehme ich mal lieber nicht persönlich. Das ist, glaube ich, ein Satz, den ganz viele sich zu Herzen nehmen sollten, weil viele Dinge, wenn uns Gemeinheiten an den Kopf geworfen werden, gar nicht uns selbst betreffen, sondern ja eigentlich nur der Gegenüber im Grunde auslässt. Also sollte man es am besten ja nicht persönlich nehmen. Das finde ich auf jeden Fall gut. Das passt in sehr viele Lebenssituationen. Und dann hier auch sehr schön, du hast immer die Wahl. Das ist tatsächlich auch absolut richtig. Denn er gibt uns Verbindlichkeit, Stärke und Klarheit. Sehr schön. Da steht nämlich auch immer hinten noch so drin, was der Satz einen sozusagen bringt. Und dann der letzte Satz, der auch sehr schön war. Dann nehme ich es lieber leicht. Ja, ein wunderbares Buch. Es war auch ein tolles Hörbuch, was ich wirklich großartig fand. Da habe ich mir die Sätze noch so ein bisschen ins Bullet Journal reingeschrieben, die mich bewegt haben. Und als ich jetzt eben einfach das Buch hier hatte, ja, musste ich nochmal so ein bisschen durchblättern und habe mir auch den einen oder anderen Satz einfach nochmal markiert. Kann ich wirklich empfehlen für alle, die nachts wach liegen, sich Gedanken über Situationen machen und denken, ach Mensch, wäre mir doch was eingefallen. Und ich finde wirklich, dass diese Sätze das Leben einfacher machen. Also von daher große, große Empfehlung. Ein weiteres Buch mit sehr vielen Markierungen ist Ichigo Ichi, die japanische Kunst, den perfekten Moment zu nutzen, von Francesc Mirales und Hector Garcia. Ich habe von dem Autoren Mirales und auch von dem Duo schon das ein oder andere Buch gelesen. Ich habe, glaube ich, auch zwei Bücher von Mirales auf dem Sub. Wir haben zum Beispiel auch, eine liebe Freundin und ich haben Ikigai gelesen, ich glaube sogar in diesem Jahr. Das ist auch von den beiden Autoren. Und hier geht es eben wirklich um den perfekten Moment. Es ist die japanische Lebenskunst.
einmalige Chancen zu ergreifen, indem wir die Einzigartigkeit jedes noch so unscheinbaren Augenblicks und jeder noch so flüchtigen Begegnung schätzen lernen. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich mir hier einiges rausgeschrieben. Ich mag die japanische Lebenskunst, Philosophie in vielen Dingen sehr, sehr gerne. Also aus so kleinen Banalitäten, zufälligen Bekanntschaften, Momenten das Schönste zu nehmen und zu wissen, dass es eben in der Regel alles einmalig ist. Und ich fand das wirklich toll. Ich finde gerade, seitdem ich zum Beispiel seit fast 3 Jahren wandern gehe, viel spazieren gehe, dass man hier wirklich immer nur diesen Moment hat, denn dieser Ort ist eben nur jetzt so. Zu der Tageszeit, zu der Jahreszeit, in diesem Moment steht die Sonne so, ist der Baum so, ist das die Laubfärbung so und so weiter. Und es ist eben der perfekte Moment. Und das zeigt uns auch so ein bisschen Ichigo Ichi, was ich richtig toll fand. Ja, hier auch wieder wunderbare Weisheiten. Was wir in diesem Augenblick erleben, wird sich nie mehr wiederholen. Und das ist eben die Aufforderung, das Wunderbare, das Jetzt eben zu wertschätzen. Und dann geht es hier so schön um, als ob man die Zeit totschlagen könnte, ohne die Ewigkeit zu verletzen. Ach, ist das nicht großartig? Ja, dann gibt es hier so ein paar Grundemotionen, die eben uns die Freude in der Gegenwart so ein bisschen nehmen. Also wir haben zum Beispiel die Wut und die Traurigkeit, die sich ja eher mit der Vergangenheit beschäftigen. Wir haben Angst, das ist ein Gefühl, das eher der Zukunft gehört. Und die Freude gehört eben ganz der Gegenwart. Wobei man auch sagen muss, die Vorfreude gehört natürlich auch ein bisschen in die Zukunft, aber die reine Freude spürt man eben im Jetzt. Dann gibt es ein Spiel mit dem Zufall, das fand ich auch richtig cool. Hier ging es um, wie man sich so ein paar Bücher heraussucht, dass man dann eben auch Dingen aus dem Roman folgt, das fand ich richtig schön. Und was mir hier auch gut gefallen hat, ich komme gerade auf, das waren hier so ein paar Tipps. Erteilen Sie keine Ratschläge, um die man Sie nicht gebeten hat. Ein Tipp, den ich mir seitdem sehr angenommen habe. Natürlich weiß man im engen Freundeskreis, wem man einen Ratschlag geben kann und wem vielleicht nicht. Oder wem man auch einfach mal fragt, ob er gerne einen hätte. Und dann geht es hier auch noch um, Feste feiert man vor allem für die, die nicht eingeladen sind. Fand ich einen großartigen Satz. Ja, ein tolles Buch. Wer hier einfach mal so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit gehen möchte, wer hier einfach so ein bisschen, ja, im Grunde einen Ratgeber möchte, der locker ist, der leicht ist, der die japanische Lebenskultur wunderbar einfängt. Ich finde, der ist hier absolut richtig und man kann dieses Buch ganz unabhängig von allem anderen lesen. Und wenn man da ein bisschen offen ist, hat man hier auf jeden Fall seinen Spaß dran. Dann ein Sachbuch, eines meiner Lieblingsautoren, und zwar von Stephen King, und zwar Das Leben und das Schreiben. Ja, dieses Buch war für mich dieses Jahr mehr als ein Highlight, muss ich ganz klar sagen. Noch keine Markierungen, denn ich habe das als E-Book gelesen. Ich hatte tatsächlich gar nicht erwartet, dass es mich so flasht, aber ich musste es mir dann einfach als echtes Buch, also als haptisches Buch besorgen, und es muss da auch demnächst mal irgendwie dann einen Reread geben, so in 1-2 Jahren. Wir haben hier so ein bisschen eine Mischung von Stephen King, der uns von seinem Leben erzählt, von den Anfängen des Schreibens, über seine Kindheit, Jugend, bis dahin, dass er seine Frau kennenlernt, die Familie gründet, großer Autor wird, wie er an Geschichten herangeht, und dann kommen wir eben so ein bisschen auch übergangsweise in die Art, wie er schreibt. Wie ist sein Schreibprozess? Was macht er, welche Tipps nimmt er an, welche Tipps würde er weitergeben und so weiter. Und das ist hier so eine wunderbare Mischung. Er sagt hier, ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen Wahnsinnigen zu sein. Und er erzählt hier in seinen Memoiren, was eben auch ein Ratgeber ist, wie er zu seinen Geschichten gekommen ist, welche Ideen dahinter stecken, welche Ängste, wie es Geschichten vielleicht auch nochmal geschafft haben, dass sie anders werden, und eben auch besonders dann natürlich die Schreibtipps, die jetzt für mich nicht ganz so relevant sind, aber aus denen man durchaus auch was fürs Leben nehmen kann. Also er hat auch eine Bücherliste dazu gelegt, es gibt einen Werkzeugkasten, seinen Lebenslauf, und fand ich toll. Also wer Stephen King gerne liest, wer ihn sympathisch findet, wer vielleicht tatsächlich auch ein bisschen was zu seiner Lebensgeschichte lesen möchte, dem kann ich dieses Buch absolut ans Herz legen. Es ist wirklich ein eigentlich untypischer King, weil er natürlich keinen Horror hat, keinen Grusel hat, keine Fantasy beinhaltet, sondern es ist einfach Stephen King, wie er ist. Es ist seine Geschichte und eben auch die seiner Geschichten, wie er dazu kam, was ihn dazu gebracht hat. Und das macht er ja auch sehr oft bei Anmerkungen seiner Geschichten, dass er uns
uns erzählt, was hat ihn motiviert. Also da saß ein Mann, der hat gelesen in einer Bar und dann spinnt sich Stephen King etwas zusammen. Und das ist richtig, richtig toll. Und das spürt man auch hier, was für ein Genie in diesem Kopf steckt. Nicht bei jedem seiner Geschichten, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Aber ich habe das sehr geliebt. Ich habe das wirklich mit verschlungen mit einer lieben Freundin gelesen, mit der ich im Übrigen auch Ichigo Ichi gelesen habe. Und wir haben das sehr, sehr, sehr genossen. Wir haben uns sehr ausgetauscht darüber, richtig wunderbar. Und das ist für mich wirklich ein King der anderen Art, aber nicht weniger ein Highlight und hat mir große Freude bereitet. Und dann kommen wir zu einem Buch. Ich wusste nicht so richtig, wo es hingehört. Ist es ein Sachbuch oder? Ja, es ist das offizielle Begleitbuch zur Serie Stranger Things. Und jetzt spiegelt das natürlich recht durch die Folie. Das gab es dieses Jahr, ich glaube, irgendwann im Sommer mal für 7,99 bei der Thalia. Und da musste ich einfach zugreifen. Und wer jetzt denkt, dass hier ein komischer Aufkleber drauf ist, ja, der ist drauf, der gehört aber dahin. Und dann musste ich zugreifen. Es kam dieses Jahr ja auch die 4. Staffel von Stranger Things heraus. Hier gehen wir im Grunde bis zur 2. Staffel. Also man sollte bis dahin gesehen haben, bis man dann im Grunde, also dass man die Geschichte liest. Und es ist im Grunde die Entstehungsgeschichte von Stranger Things, die Idee der Duffer-Brüder, der Schauspieler, auf was geachtet wird, diese Kleinigkeiten, woran man sich im Grunde auch ein bisschen orientiert hat, was einen auch inspiriert hat und dass man hier natürlich so dieses 80er-Jahre-Feeling hat, diese klassischen Horror-Gruselfilme der damaligen Zeit, aber es natürlich weit um mehr geht als nur um das 80er-Jahre-Feeling. Also ein großartiges Begleitbuch mit wirklich wahnsinnig vielen Bildern, die also auch einfach der Hammer sind, also wirklich auf großen Seiten. Wir haben wunderbare Seiten darin enthalten, die tatsächlich auch einfach aussehen, als wären sie aus einem Buch, also als wäre das Buch ein Buch. Ja, das ist auch, ihr versteht ja, was ich meine. Also richtig, richtig toll. Ich habe wahnsinnig viel Zeit in diesem Buch verbracht, in dieser Serie, in diesem Jahr. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Charakterbeschreibung, so ein bisschen sieht das aus, von wem gespielt. Und ich habe das wirklich geliebt. Also ich habe da wunderbarst herumgeblättert. Ich fand auch einfach wirklich, ach, ist er nicht toll. Ja, ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan der Serie, auch wenn ja die 3. Staffel für mich so ein bisschen nicht das Begeisterte war. Es gab einen wahnsinnigen Plot-Twist in Staffel 4 und nicht nur das Buch ist sozusagen ein Highlight, sondern eben auch die Serie. Und ich mag dieses Feeling, ich mag dieses Gefühl. Ich finde es toll, dass wir hinter die Kulissen hier schauen, dass wir die Duffer-Brüder so ein bisschen zu Wort kommen lassen können, dass wir hier einfach Informationen bekommen, dass zum Set Dinge erzählt werden, zum Aufbau, zum Erzählstil und man einfach so dann die Dinge auch ein bisschen mit anderen Augen sieht. Also ein tolles Begleitbuch für alle, die eben auch Fan der Serie sind, die werden hier ihren Spaß haben und jetzt wirklich für 7,99, also es ist wirklich ein Schnäppchen dafür, dass hier hinten, ich glaube sogar noch eine Karte, versucht das mal, da noch eine riesen Karte hinten drin ist, auf der rumgekritzelt ist, also es ist wirklich verrückt. Es ist bestimmt eine wahnsinnige Arbeit, dieses Buch eigentlich herzustellen, weil es hat wirklich einen Plastikeinband und also hier sieht man auch nochmal die Duffer-Brüder. Also es ist großes, wie kann ein Buch aussehen, Kino, und auch der Inhalt hat mich wirklich begeistert. Man muss natürlich Stranger Things Fan sein, aber jeder, der vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und irgendwie denkt, er hat hier einen Fan, ich glaube, mit dem Buch macht man definitiv nichts falsch. Und das waren jetzt so die 4 Bücher zum Thema Sachbuch, zumindest was jetzt hier zum 2. Advent schon bereit liegt. Ich hoffe, der ein oder andere Buchtipp war für euch dabei und vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere meiner Highlights schon gelesen. Dann lasst uns sehr gerne in den Kommentaren darüber austauschen. Alle Bücher unten in der Infobox und es gibt ja auch eine Playlist jetzt zu den Adventskalender-Videos und die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Solltet ihr vielleicht das zum 1. Advent noch nicht gesehen haben, dann schaut super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen wunderbaren 2. Advent. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.